Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Joanna Sisters Twisted Dreams. Ja, wie ihr seht, habe ich dann diese letzten zwei Kristalle doch nicht mehr geholt. Das lag aber nicht daran, dass ich sie nicht gefunden habe, sondern dass ich zwischendurch wieder, ja, irgendwo einen Checkpoint erreicht habe, an dem ich dann nicht mehr zurückkam. Dann habe ich mir das wieder versaut. Dann hatte ich keine Lust, das Level noch einmal neu zu spielen. Ich habe es jetzt auch fürs Let's Play vorgenommen, dass wir wirklich wahrscheinlich jetzt jedes Level nur einmal machen, dass wir auch ein bisschen vorankommen. Und dann mal gucken, wenn zum Schluss noch was erforderlich sein sollte, dass wir dann nochmal reingehen in die einzelnen Level. Und dass wir das dann nochmal probieren, weil sonst seht ihr einfach zu wenig. Wir haben jetzt wieder vier Parts aufgenommen und ihr habt vielleicht drei Level gesehen. Ist ein bisschen mager, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn euch das, oder wenn euch das nicht zu anstrengend ist, dass wir einige Level nochmal besuchen, dann könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben, wie ihr das empfindet. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit, nee, das hatten wir ja gerade, mit Level 2.5 Zauberberg. Und danach, ja genau, dann geht's schon bald Richtung Endboss hier hinten. Oh, das geht sogar schon auf. Ja, 7 Level, also gut. Wir wollen auf jeden Fall in dieser Session, denke ich, versuchen, noch den zweiten Endboss kennenzulernen. Deswegen starten wir jetzt mit dem Zauberberg. Hier gibt es 388 Kristalle. Und wir schauen mal. Vielleicht haben wir hier das Glück, alle zu kriegen und eine gute Sternewertung zu erreichen. So, okay. Wollen wir mal schauen, was uns hier alles so erwartet. Ein Kristall haben wir schon. So, den Penner. Okay. Die Frage, geht's da runter? Ne, das ist wahrscheinlich nur eine Schlucht, okay. Sieht bisher noch recht human aus, was mich so ein bisschen stutzig macht. So, den können wir ihn töten. Oh Gott, ich bin fast schon wieder draufgegangen bei so einem Penner. So, okay. Aha. Das sieht für mich schon wieder so aus, als wäre da unten was. Ne? Ja, da ist auch was. Und Zimmer, beziehungsweise eigentlich ist hier nichts, ne? Aber es ist ein bisschen verdächtig, finde ich. Wozu macht man denn sowas hier? Der fährt mich zum Beispiel nach oben. Wozu? Was ist denn da oben? Ist man hier eingesperrt? Hm. Was hat das für eine Begründung? Kann ich mir nicht so hundertprozentig erklären. Na gut, wir nehmen das einfach mal so hin. Tja. Okay, gehen wir mal weiter. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder ein Mega-Geheimnis verpasst. Oh, das hätte ich sehen sollen. So. Was haben wir denn? Ja. Da noch was. Ah, da ist vielleicht was. Und ein dicker Vogel ist hier auf jeden Fall. Hier ist ein Brunnen. Da kann ich rein. Das kennen wir ja mittlerweile. Hallo, mein Freund. Ah! Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Bam. Vogel. Da geht's. Okay. Vielleicht kommt man da aber auch raus. Ich möchte das erstmal hier gerne klären. So. Da, ah, da ist ja noch was da oben. Ups. Okay. Den nehmen wir auch mit. Noch mehr da oben, ne? Da geht's vielleicht noch höher, habe ich gerade gesehen. Na gut, wir gehen jetzt erstmal hier lang, würde ich sagen. Okay. Aber das sieht schon fast wieder wie ein Weitergang aus. Na gut, wir gucken mal. Da geht's weiter. Meine Fresse. Da ist ja auch noch was. So viele Bereiche, die anscheinend irgendwie unnütz sind, ne? Und das macht mich so ein bisschen stutzig. Da muss doch irgendwas sein. Oder spawnt hier irgendwann später was? Keine Ahnung. Tja, ganz zurück komme ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, auch wenn ich mir fast sicher bin, dass wir jetzt was übersehen haben. Mal gucken mal. So. Wieder so ein unbesiegbarer Typ. Das ist scheiße. So. Okay.
Ha. Das ist natürlich auch mies, ne? Aha. Das ist aber interessant gemacht. So, okay, das haben wir erledigt. Aha. Ja. Wir gehen erstmal runter gucken, würde ich sagen. Was ist denn? Obwohl, das ist ja auch nur wieder... Das ist auch nur wieder Blödsinn hier. Ah, da war noch einer versteckt. Okay. Ah, hier ist es genau andersrum. Okay. Ja, es macht mich gerade ein bisschen stutzig, das Ganze. Ich weiß auch nicht. So, da springen wir rauf und dann geht's nach oben. Aber ist da unten nichts? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Achso, das hätte ich auch so machen können. Ja, gut. Okay. Ich hab's mir jetzt ein bisschen komplizierter gemacht. Mit ein bisschen mehr Taktik, als das Spiel das eigentlich wollte. Da oben noch. Da, geht da noch? Geht's da oben noch weiter? Ja, weiß man nicht so genau. Oh Gott, nein, nicht so einer. Den finde ich doof. So, nehmen wir den mit. Bald haben wir ein Drittel der Kristalle. Scheint auch nicht sonderlich lang zu sein, das Level. Mal gucken. Aber es ist immer schwer zu sagen. Vielleicht kommt ja doch eine richtig große Menge. Ich fahre einfach mal weiter. Da scheint es aber nicht weiter zu gehen. Okay, dann fahr du mal wieder hoch. Uha! Bitte, 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 komm. Komm, erscheinen wieder, erscheinen wieder, erscheinen wieder. Ja, erscheint wieder. So, warte mal. Ich muss jetzt die Roten einsammeln. Das ist fies. Das ist richtig fies, wenn das so wechselt und man nicht richtig erkennen kann, was ist jetzt das Nächste und man auch noch Zeitdruck dabei hat. Das ist richtig gemein. So, hier fliege ich mal lieber. Okay, das ist nicht wirklich tief gewesen. Das habe ich aber nicht gesehen. Okay. Gehen wir hier nochmal lang. So, jetzt haben wir auch mittlerweile definitiv ein Drittel. Oh, oh Gott, oh Gott. Ja, sowas mag ich wieder. Das ist wieder schön. Dann nehmen wir die noch mit. Ja. Aber wir hatten noch gar keinen blauen. Ich wollte es gerade sagen. Wir hatten noch gar keinen großen blauen. Da haben wir ihn. Schön. Der zählt ja immer 10. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon festgestellt. So. Okay, was ist da oben noch was? Nö. Aha. Aha, der hätte mich jetzt praktisch da. Ich muss irgendwie da drunter kommen, ne? So. Da oben ist aber was, da will ich hin. Aha, okay. Ha! Das scheint aber jetzt eher so ein Bonusbereich zu sein, ne? Bam! Da will ich irgendwie schon hoch. Oh, was da denn? Da rechts ist auch noch was. Ist das jetzt Deko? Gott! Ja. Wow, sieht das schön aus. Aber es ist schwer zu erkennen, was jetzt im Vordergrund Stacheln sind und was nicht, ne? Boah, das sieht aber richtig schön aus. Geil! Das gefällt mir. Aber nichtsdestotrotz ist da rechts noch was. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich hoffe, dass ich da gleich noch irgendwie hinkomme. Bam. So, mal gucken. Einfach mal durchbremsen. Geht's da nicht weiter? Doch. Das wäre jetzt fies gewesen. Okay, da ist ein großer Stern. Was ist denn hier links? Da unten geht's auch noch. Oh Gott. Erstmal den Stern mitnehmen. Ich glaube, ich gehe mal hier lang gucken, ne? Wird nicht umsonst sein, dieser angedeutete Weg mit den Kristallen. Oh. Schön, ich mag sowas. Sehr schön. Hä? Ja, jetzt ist die große, große Frage, wie kommt man wieder hoch? Ah, interessant.
Sehr cool. So, ist da jetzt... Also, ich weiß ja, dass da irgendwo was war, wo noch Kristalle zu sehen waren. Rechts ist auch noch wieder was. Aha. Hier ist ja schon... Haha, die hatte ich nämlich gesehen. Alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt hier runter. Okay. Nur Stück für Stück ist, glaube ich, besser. Okay, jetzt sind wir hier. Alles klar. Da unten ist wirklich der Tod, wie es aussieht. Da oben geht es tatsächlich lang. Und ich denke, das machen wir auch. Das scheint nämlich eine Art Geheimgang zu sein. Ups. Oh nein, sag ich nicht, ich bin wieder an der Wand drin. Och, nicht schon wieder. Seht ihr das? Ich bin schon wieder in der Wand gefangen. Ja. Das ist doch... Echt, da muss ich leider sagen, Negativpunkt, das ist jetzt das dritte Mal in diesem Spiel, dass ich mich jetzt in der Wand festglitsche. Und das frisst natürlich jetzt auch Zeit. Jetzt müssen wir leider doch nochmal in das Level rein. Das tut mir echt leid. Aber gut, da kann man jetzt nichts dran machen. Das ist echt schade. Das ist sehr, sehr schade, dass das so oft passiert. Oder ich habe jetzt wirklich echt ganz großes Unglück. Und dass das normalerweise nicht passiert. Und bei mir ist es jetzt wirklich der Fall, dass es jetzt 1000 Mal am Tag passiert. Keine Ahnung. Weiß ja nicht, vielleicht habt ihr das Spiel auch und habt die Erfahrung gemacht, dass das nicht so ist. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja gerne schreiben, wenn ihr da was in der Richtung erlebt habt. Versteckt? Nein. Zack. Ach, fuck. Na gut, es ist ja auch nicht... Das Schöne ist ja, das ist eigentlich ein recht angenehmes Level hier, finde ich gerade. Es ist jetzt nicht übermäßig schwer. Kann man eigentlich nicht sagen. Da hoch, genau. Da wollen wir natürlich... Ah. Okay. War da jetzt hier was? Nee. Ja gut, da oben war noch... Hackerbocke. Nee, ich meine, da oben war noch Kristalle. Ja, wundert euch nicht, wenn ich komische Wörter benutze. So, die wollte ich noch mit... Das kann sogar sein, dass ich die vorhin vergessen habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, hier wollen wir natürlich jetzt runter. Ganz klar. Und da oben waren noch blaue, die habe ich wohl gesehen. Die muss ich auf jeden Fall kriegen. Die hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch geholt. Genau. Da hatte ich doch gesagt, lange keinen blauen Kristall mehr gefunden. Und dann war er doch da, ne? War das nicht diese Stelle sogar? Nee, die war es nicht, aber das kommt dann auch gleich noch. So, genau. Muss ich hier lang? Richtig. Und da lang fliegen, genau. Die können wir mitnehmen. Aber wir wollen da rechts noch lang, genau. Oder war hier nichts, ne? Wie war das? Genau, hier habe ich ja nichts gesehen, hier unten. Das ist wieder so eine merkwürdige Sache. Tja, was soll der Kram? Was soll der Kram hier unten, ne? Und das hat bestimmt irgendwie ein Geheimnis. Das da bin ich fast sicher. Vielleicht erfahren wir das irgendwann nochmal. So, das haben wir auch alles erledigt. So. Genau. So. So. Hopp. Hopp. Genau. Ah, das war die Geschichte? Ich glaube, er muss einfach... Genau. Da oben wäre vielleicht was. Das wissen wir nicht so hundertprozentig. Der, genau. Der war richtig. Da muss ich einfach nur... So, genau. Richtig. Da war dieser dicke Vogel. Ach, richtig. Das war ja... Ja, das hatte ich mir letztes Mal schon so kompliziert gemacht. Aber ich denke jedes Mal, das ist die richtige Lösung.
interessant, dass man schon komplizierter denkt, als es gar nicht, als es eigentlich erforderlich ist. Fuck, ich fast bin ich auf den Kopf geflogen. Ja, weil man ist es halt gewohnt, dass das Spiel einen so ein bisschen fordert. Und das finde ich auch gut. Ich mag fordernde Jump'n'Runs. So, mit dem fahre ich jetzt nochmal wieder richtig weit runter. Genau, und dann hier hoch. Und dann musste ich irgendwann wechseln, ne? Genau. Sehr gut, habe ich alles gekriegt, glaube ich. Ups, da oben war was. Nee, aber irgendwo kam gleich so eine Stelle. Oh, sorry. Habe ich gar nicht wirklich erkannt. Was ist denn hier? Da ist dreckiges Wasser, da kann ich gar nicht hin. Okay. Okay. Ah, genau, das war diese Stelle. Dann die. Genau. Und hier kam der blaue, ne? Ja, genau. So war das, richtig. Jetzt wollen wir nur gleich hoffen, es kommt ja bald schon wieder die Stelle, wo ich dann gezwungen worden bin, aufzuhören. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das dann diesmal auch vernünftig klappt. Sonst echt schade. Ach ja, das war das. Genau, muss ich hier runterspringen und dann... Nee, das war nicht so gut. So, genau. Da wollte ich nämlich hoch. Richtig. Das war dieser Weg. Ich erinnere mich. Genau, da war die. Vielleicht war hier auch noch gelbe. Nee. So, dann kommt man nämlich sehen, dass da rechts noch was ist. Genau. Es macht so einen Spaß, diese Vogelviecher kaputt zu hauen. Auch wenn das fies klingt. Achso. Genau. Da werde ich groß. Aber ich bin noch groß, ne? Sieht so aus, ja. Hier wollen wir natürlich runter. Die alle einsammeln. Wieso kann ich die nicht einsammeln? So. So. Das haben wir auch. Jetzt wechseln wir. Und dann können wir uns hier hochbüdeln. Genau. Sehr schön. Klappt alles. Ich versuch's nochmal. Aber ne, wir haben noch einen Stern tatsächlich. Sehr cool. Könnte ich mir gleich immer noch holen, falls es gleich noch Schwierigkeiten gibt. Habe ich jetzt eingesammelt? So aus. So. Da unten ging es weiter und hier oben, genau, da waren die Roten versteckt. Alles klar. Ach ja, das war das, genau. Dann musste ich eigentlich auf nichts großartig aufpassen. Einfach durch. So, da war oben noch was versteckt. Genau, da wollen wir hin. Bitte, achso, muss ich so machen. Bitte. Diesmal bin ich wieder ein... Nein, das ist nicht wahr. Och, das ist aber... Ey, jetzt kriege ich mal langsam die Krise. Leute, ich schneide euch jetzt ran. Nochmal müsst ihr das nicht mit ansehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und es hat anscheinend auch geklappt. Bin sehr, sehr begeistert. Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt auch weiterhin so gut vonstatten geht. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass da oben noch was ist. Und da will ich auf jeden Fall hin. Und bevor wir jetzt in den Brunnen unten reingehen, wo es anscheinend weitergeht. Was hat der denn gemacht? Der ist mir auf den Kopf gesprungen, der Penner. Gehen wir nochmal hier hin gucken, ob hier vielleicht noch was Tolles ist. Da geht es anscheinend immer noch weiter. Ja, sieht so aus. Interessant. Wow. Und da ist noch ein blauer. Sehr geil. Neues Bild in der Galerie freigeschaltet. So, wir gucken. Da könnte ich jetzt runterspringen. Da ist auch kein Hinweisschild von wegen, hier ist der Tod. Ist die Frage. Will ich hier runter? Springe ich da runter? Springen wir hier runter. Ah, okay. Das ist anscheinend der richtige. Okay. Ah, da ist ja noch was. Ja, okay, ich habe beide eingesammelt, immerhin. Ja gut, zumindest haben wir den Weg jetzt endlich geschafft. Und nochmal werde ich es da oben nicht reinspringen. Nicht, dass es dann nochmal wieder verbuggt ist. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich habe nochmal 6 oder 7 Minuten, glaube ich, aufgewendet, die ich euch jetzt erspart habe. Weil das muss ja langsam nicht mehr sein. Also das ist auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Das macht das Spiel ein bisschen kaputt. Es ist ein so schönes Spiel. Und es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass sowas jetzt passieren muss. Okay, was ist denn jetzt da unten los? Wie kommen wir jetzt da unten hin?
Ich hoffe, da kommt noch was. Bist du bitte da hoch? Danke. Also gleich mal die Augen aufhalten. Da muss noch irgendwie ein Geheimgang sein. Oder wir ziehen einfach nur einen Kreis hier und dann... Okay. Das sieht immer noch danach aus, als würde man da langkommen, ne? Aha. Ah, ich sehe schon. Ja, da ist ein Gang. Okay. Dann haben sie auch netterweise eben angedeutet mit so einem Pfeil. Habt ihr gesehen, ne? Ja, ja. So. Ich muss nur irgendwie vorsichtig sein, dass ich den Penner... Ja, dass der mir nicht auf den Kopf springt. So, jetzt geht's hier lang. Okay. Mal gucken, was jetzt hier passiert, genau. Den habe ich gar nicht gesehen. Boah, da bin ich ihm durch Zufall drüber geflogen. Heilige Scheiße. Das war knapp. So, ein bisschen aufpassen. Das ist gar nicht so einfach, den zu erwischen. Boah. So, da unten ist aber nichts mehr. Ich möchte aber schon noch irgendwie an dieser eine Stelle jetzt, die wir da gesehen haben. Geht's da noch weiter links?